So, so. Hier lebte also der Herr Gützel. Ich bin der Thilo Schmidt. Na komm, sag zu mir einfach Thilo. Thilo? Herr Schmidt, den geht er. Arbeitsamt? Arbeitsamt. Bekimmen? Was sagt er? Er sagt, dass er den Asphalt nach Ankara zum ersten Mal hier gesehen hat, dass er Aufseher ist und dass er das eigentlich zum ersten Mal macht. Aber hier steht, dass er von Beruf Automechaniker ist. Evraklarınıza araba tamircisi olduğunu söylüyor. Çevirsene. Er sagt, dass das eine falsche Angabe ist. Und was ist mit dem Gesellenbrief hier? Ama resmi ustalık belgeniz de var. Hier hat er Autos, Frauen, darf Bagger fahren. Was will er denn in der Türkei machen? Kamele reiten? Wir haben keine Kamele. Ja, dann halt Esel. Herr Mahmut, was fehlt Ihnen denn hier? Schauen Sie, die Türken und wir Deutschen, wir haben nur ganz viel gemeinsam. Na gut, nicht so viel gemeinsam, aber genügend Zeit, das rauszufinden. Und bis dahin sparen Sie auf ein Auto, mieten sich eine schöne Wohnung, machen mit blonden deutschen Frauen rum und pipapo, übersetzen Sie. Seiner Familie. Das ist alles? Das kriegen wir doch hin. Am besten lassen Sie alle rüberkommen. Ja, und nach 8 Jahren geht er schön wieder zurück. Ja, nimmt vielleicht noch einen kleinen Mehmet mit. Meinen Sie das ernst? Stimmt. Gut gesprochen. Ja, stimmt. Und richtig Deutsch lernen wir auch noch. Türkischmann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschaftswunder. Arbeit wartet dort auf dich. Schicks. Er glaubt so fest daran. Oh, so fest daran. Freund ist jeder deutsche Mann. Mein Freund, der Deutsche, arkadaşım Alman.